Ich bin Vincent Lange und hier ist Insider Beat. Meine neue Reiseshow. Die zeigt euch, was passiert, wenn ein Ex-Leistungssportler in aller Welt Ungewöhnliches in Sachen Sport und Kultur entdeckt und erlebt. Ich nehme euch mit on Tour. Travel the world to the Insider Beat. Wenn Europäer an The Big Apple denken, geht es meist um Shopping, Theater, Times Square oder die massiven Brücken. Sportfans werden abhängig von der Saison und dem nötigen Kleingeld. Vielleicht ein Knicks oder Yankees Game oder die US Open besuchen. Aber in allen fünf Teilen der Stadt steigt die Popularität für einige neue, alte, verrückte Traditionssportarten dieser Metropole wie Handball, Stickball oder Pingpong. Diese Spiele sind kostenlos zum Zuschauen, so gut wie kostenlos zu spielen und bringen Touristen und Einheimische auch an Orte der Stadt, die man sonst nie sehen würde. Die Stadt ist so bunt und im Sommer kann man fast jeden Tag irgendwelche Paraden bestaunen. Heute ist der Dominikanische Tag und deren Parade in New York City ist bei weitem eine der größten in den USA. Die dominikanischen Amerikaner sind die fünftgrößte hispanische Gruppe in den Vereinigten Staaten. In Washington Heights, dem Bezirk im Nordwesten Manhattans, leben so viele dominikanische Amerikaner, dass es häufig auch als Quisqueya Heights bezeichnet wird. Also nach Quisqueya, der andere Name für Dominikanische Republik. Wie man mir wahrscheinlich noch ansieht, ist jetzt Sonntagmorgen und ich habe mich auf den Weg gemacht in den Norden Manhattans nach Harlem, wo Stickball gespielt wird. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist wie Baseball, wird aber in den Straßen gespielt, wo es ursprünglich herkommt und als Sport des armen Mannes galt. Es wird ein Stock als Schlaggerät genutzt und als Base dienen Hydranten, Autos oder aufgemalte Stellen. Die meist hispanischen Einwohner organisieren sich in einer Liga zum Spielen. Einige der bekanntesten Ex-Yankee-Stars und Präsidenten der großen Baseballvereine kommen vom Stickball. Es sieht auch irgendwie nach Baseball aus, ist aber auch verdammt schwer. Mit mehr Training würde ich sicher bald besser treffen. Ich versuche es aber bestimmt wieder. Hier also in Coney Island, dem Mekka der amerikanischen Handballer. Und heute früh war hier das Finale der Langzeitrivalen Yang Nadan und Sala. So etwas wie das Wimbledon des Handballs. Jetzt, wo die Finals vorbei sind, ist es jedem frei, auch zu spielen, unter anderem mir. Und Handball bei uns sieht allerdings etwas anders aus. Ich schau mal, ob ich das Spiel hier auch irgendwie verstehe. Also, ich habe zwar 5-0 verloren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Training, um gegen die Jungs hier richtig antreten zu können. Eine Tour mit dem Bike ist immer ein gutes Training und eine hervorragende Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Hier sind wir auf der Brooklyn Bridge, auf meinem Weg nach Chinatown. Nicht so weit von hier entfernt ist einer der coolsten Läden der Stadt, das Spin. One of America's most notorious players, Wally Green, is playing one of Madagascar's best players. Is table tennis big in New York? It's underground. It's underground. But it's gaining quickly popularity. Einer der größten Fans des Ping-Pong ist übrigens Susan Sarandon. Zu meiner Überraschung durfte ich sie heute Abend hier treffen.
Nun war meine Zeit gekommen. Nach etlichen Versuchen hatte ich dann gegen die Cracks endlich auch ein kleines Erfolgserlebnis. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Insider Beat. Macht's gut. Ciao.